sag's euch, ist höchst gefährlich. Sie sind belastet allesamt und meinen doch, überall das Heil zu bringen. Und der Dämon kann ohne Probleme ein paar Krankheiten wegnehmen, dass du meinst, jetzt bist du geheilt. Und diese Esoterik-Gottheit oder sonst irgendwas, dieses Qigong, dieser Yoga oder Reiki oder sonst irgendwas, wo du nachgesprungen bist, das hat dich jetzt geheilt. Oder dieses Medium, wo sagt, durch mich fließt die göttliche Energie. Ah, wenn ich das schon höre, dann stellt es mir alle Haare zu Berge. Und dann sind sie belastet. Dann geht was weg. Und das ist die Finte des Teufels, da kommen noch drei Krankheiten noch dazu. Da gehst du wieder hin, musst du wieder geheilt werden. Du wirst immer tiefer in den Sumpf gezogen. Meine Lieben, das macht Jesus nicht. Wenn er handelt, und er hat gestern Abend gehandelt, dann heilt er und dann ist weg. Dann befreit er und dann ist weg. Oder baut scheibchenweise ab, verstehst du? Weil er dir vielleicht nicht zumuten kann als göttlicher Arzt, dass er alles Ratzebutz rausholt. Weil er Liebe ist. Weil er die pädagogische und die ärztliche Vorgehensweise berücksichtigt. Immer aus Liebe, dass er den Menschen nicht überfordert. So geht Gott vor. Seht ihr, so gut ist unser Gott. So gut. Und was rennen wir nach? Es wird fast überdrüssig, meine Lieben. Ich muss über das reden. Ich muss reden aus dem Herzen heraus. Wie überdrüssig ist das Katholische geworden? Das Christliche? Alles andere ist modehaft. Und dann rennen wir nach. Und das Katholische ist überdrüssig. Manchmal fragen sie mich, sind Sie wohl kein katholischer Priester? Und dann sage ich, ja, was denn? Ja, es ist wirklich so. Ich mache jetzt ein bisschen Spaß draus, weißt du? Aber es ist wirklich so. So kommen Sie schon. Sind Sie auch einer von denen? Haben Sie schon aufs Gesicht zugesagt, die Kinder missbrauchen? Und ich sage, das tut mir leid, wenn ein paar von unseren Priestern das getan haben. Da bitte ich um Vergebung. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Und jeder Fall ist zu viel. Aber Sie müssen wissen, dass 99,9 Ungrad in der Familie geschieht. Und davon spricht niemand. Das landet bei uns im Beichtstuhl. Da dürfen wir nicht darüber reden. Und wir helfen, dass die Menschen wieder rauskommen und geheilt werden im Namen Jesu. Und jetzt bekommen wir den ganzen Sermon ab und wir sind die alleinigen Verbrecher. Das kann dann auch nicht ganz sein. Das wäre ein bisschen ungerecht. Das muss ich jetzt mal so auch sagen. Aber es war gut, dass wir so behandelt wurden. Wir sind mit Jesus auf dem letzten Platz gelandet am Kreuz. Und der Satan hat, wie Benedikt sagte, der Papst Benedikt, er hat das Licht des Priestertums nicht ertragen können. Deswegen hat er gegen das Priestertum geschlagen. Wisst ihr, ihr werdet nicht erlöst ohne den Priester. Christus handelt im Priester. Auch wenn es noch so viele Ärgernisse gibt, manchmal durch Priester. Zweifelt nicht am Priestertum Jesu Christi, er handelt selbst im Priester. Aber der Priester kann auch abfallen. Der Priester kann auch Sünde tun und manchmal furchtbarste Sünde tun. Das ist furchtbar, wenn er es tut. Weil dann reißt er noch so und so viele Seelen mit und die Menschen verlieren total den Glauben. Weil wir doch Repräsentanten dessen sein müssten, der so gütig und so barmherzig ist und gut ist. Und wenn wir es nicht sind, was geben wir für ein Beispiel? Da kann ich mich nur entschuldigen, das sage ich euch, kann ich mich nur entschuldigen. Aber ich sage es euch, auch Gott ist barmherzig den Priestern, die das tun. Wie auch euch barmherzig ist und für mich barmherzig und für die ganze Welt barmherzig ist. Weil darauf hoffe ich und ich weiß, dass es so ist. Er ist unendlich barmherzig. Wenn jemand umkehrt, auch ein Priester, der gefallen ist. Gott ist ihm barmherzig. Also so hat Gott die Welt geliebt. Seht ihr, die Welt geliebt, dass er sie erlöst. Nicht, dass er sie erhebt zum Himmel. Versteht ihr, das wäre ganz falsch.
Für das rechte Verhältnis zu dieser Welt ist der Apostel Paulus. Er lebt auch in der Welt, gebraucht ihre Gaben, Güter und freute sich an ihnen, doch im Dank zu Gott. In all dem liebte und verehrte er den Schöpfer aller Gaben und pries ihn darüber. Seine Freude an allem Geschaffenen war die Freude an Gott. Seine Freude, wirklich. Darum konnte er Güter dieser Welt haben oder nicht. Er war völlig frei von ihnen. Er hat mal gut gegessen, hat mal gehungert und sagt, Lobpreis Gottes. Einmal das, einmal das. Es kommt ja nicht drauf an. Es wartet etwas anderes auf mich. Ich hänge mich nicht an diese Güter dieser Welt. Da, wo mein Herz dranhängt, da kannst du es, das kann einer reich sein, der hängt sein Herz nicht an diese Gaben und tut den Reichtum verwenden, um Gutes zu tun. Der lebt gut. Gott hat nichts gegen den Reichtum, den Äußerlichen eigentlich, aber es ist so, dass er weiter sieht und sagt, die Menschen sind so schwach und er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, bevor ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Weil dann wirst du verblendet. Und viele sagen im Volksmund mit einem guten Spruch, Reichtum verdirbt die Sitten. Der Reichtum verblendet dich auf einmal. Dann werden sie total anders. Und das ist nicht gut. Versteht ihr? Paulus lebt und kann alles mal haben. Du kannst auch als Christ alles haben. Wir haben ein tolles Frühstück gehabt. Aber wir loben und preisen Gott dafür. Vielleicht haben viele es nicht und hungern jetzt in diesem Moment und wissen nicht, wie sie heute Nachmittag das Mittagessen herbringen. Doch weh, wenn wir mit unserem ganzen Sein und Herzen statt Gott nun der Welt leben. Das heißt, das, was in ihr ist, an Menschen, Gütern und Gaben, losgelöst von Gott lieben und somit daran gebunden sind. Nur gebunden. Dann gilt uns das Wort, wir können nur Gott dienen oder dem Mammon, der Welt. Wir können nur Gott lieben oder die Welt. Lieben heißt dem, dass ich liebe, ganz hingegeben, ja ihm verfallen zu sein. Doch wem ich ganz verfallen und hingegeben bin, das hat die Stelle Gottes in meinem Leben eingenommen. Merkt ihr das? Darum ist die Weltliebe ein Götzendienst, eine große Sünde, auf die hin uns das Gericht Gottes erwartet, wenn wir nicht abgehen von dem. Weil dann konnten wir Gott nicht dienen. Und mit dem müssen wir immer vor Gott und müssen das rechtfertigen. Gott über alle Dinge zu lieben, das ist das Richtige. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Das heißt, dass in jedem Verhältnis zu Menschen oder Dingen dieser Welt Jesus die Mitte ist, um die unsere Herzensregungen und Gedanken kreisen. Dann lieben wir den anderen oder das andere nur von dieser Mitte her, von Christus. Alles ist euer, heißt es. Ihr aber seid Christi. Alles ist euer. Alles gehört uns. Ja, aber wir besitzen es nur, wie es uns nicht gehört. Und wir machen sogar mit dem schnöden Mammon Freunde. Da muss es austeilen. Weißt, sie hängen ja dran. Und dann kommen jene, die ganz am Materiellen sind, die schenkt dir das. Mit einem, warum machst du das? Weil ich Gott liebe und den Menschen liebe. Sag, was? Was muss das für ein großzügiger Gott sein, dass er die Kinder so leidet, dass sie einfach ihr Sach verschenken sogar und noch geben? Was muss das für ein Gott sein? Also dann haben wir den schnöden Mammon noch gebraucht, um dass wir Freunde Gottes machen. Und dass wir die Kinder, die nur im Materiellen befestigt sind und das sehen, wie ein Fingerzeig zu dem zeigen, der Geber aller guten Gaben ist. Er sagt, wenn der sie so gut macht, wie muss der gut sein? Siehst du, deswegen, wenn du ein bisschen was gibst, das ist gut. Da gibst du ein Zeugnis, dass du auf einen hörst, auf einen Vater, der will, dass seine Kinder immer wieder denen helfen, die arm sind.
wie auch selbst uns Arme geholfen hat und die Welt so sehr geliebt hat, dass er uns erlöst hat. Merkt ihr das? Das sind die inneren Zusammenhänge. Alles ist euer, ihr aber seid Christi. 1 Korinther 3, 22 und 23. Denn Jesus bindet nur die in Liebe an sich, die frei für Gott sind. Er macht es nicht per Zwang. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Ihm geht es allein um unsere Liebe. Und da er eine einzigartige ist, der eine Liebe zu vergeben hat, wie nie ein Mensch es kann, kann er einen so absoluten Anspruch an uns stellen, wirklich, dass wir in einer radikalen Weise alle Bindungen an dieses, was weltlich ist, lösen und ganz ihm anhangen. Manchmal sagt er sogar, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut in diese Welt, oh, wäre ich lieber zurückgeblieben. Ich habe doch mehr gehabt, jetzt geht es mir eigentlich, jetzt habe ich so viel weniger. Der ist meiner nicht wert. Siehst du, alles sollst du dran geben. Um dann ihm ganz nachzufolgen. Es braucht dann eine, für jene, die dann in besonderer Weise berufen sind, ihm nachzufolgen, die sollen eigentlich arm leben. So will es Jesus, dass wir etwas in der Welt sind, wo die Weltmenschen, die nur das Materielle suchen, den Kopf schütteln und sagen, wie können die so leben? Und dann sind sie noch glücklich. Legst dich jetzt nieder. So sagen die Bayern, gell? Jetzt legst dich nieder, das verstehst du überhaupt nicht mehr. Aber dann denken sie nach, das bohrt, wie können sie so leben? Und sind noch so glücklich, mehr wie wir. Sagt, es gibt einen Gott darüber. Merkt ihr? Da muss es hinkommen. Also ihm geht es ganz allein um diese Frage der Liebe. Das größte Gut, was wir besitzen dürfen, ist Gott selbst. Seht ihr? Und das muss man spüren bei den Christen. Sie haben ein neues Gut bekommen. Einen neuen Reichtum. Der ist Gott. Seht ihr? Jetzt haben wir die Weltliebe genug behandelt. Jetzt gehen wir zur Geschäftigkeit. Gell, das ist ja das Gleiche. Der, wo alles in der Welt will, der ist geschäftig. Der ist geschäftig. Gell? Da muss man schaffen und nicht aufhören. Geschäftigkeit trennt von Jesus, ist darum eine Sünde, wenn alles andere wichtiger ist als Gott. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Seht ihr das, was wir gestern gehört haben? Der bringt viele Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nur was aus der Verbindung mit Jesus, der das Leben ist, getan wird, hat göttliches Leben in sich und kann darum nie untergehen. Nur das wird als Frucht in die Ewigkeit wiederzufinden sein. Denkt mal an die Begebenheit von Martha und Maria. Martha, Martha, du kümmerst dich um vieles. Das sind die Geschäftigen. Habt ihr mal gedacht, du mal überlegt, wenn jetzt die Martha, die hat gearbeitet und Maria war zu Füßen Jesu. Das war das Wichtigere, das wird dir nicht genommen. Zuzuhören, dadurch wirst du gerettet, dadurch bekommst du den Glauben. Wenn die Martha gekommen wäre und sie steht ja in die Mitte und sagt, kümmert es dich nicht, Jesus, dass sie mir die ganze Arbeit überlässt. Merkt ihr, was da dahinter steckt, das eigene Ich? Siehst du nicht, was ich alles für dich tue? Merkt ihr? Siehst du nicht, was ich alles für dich tue? Sie will sich in den Mittelpunkt holen. Wenn sie in die Mitte gegangen wäre und hätte gesagt, Martha, hör genau zu, was Jesus sagt, dass du es mir nachher erzählst. Du kannst ja eh besser merken wie ich. Ich arbeite jetzt mal, aber erzähl mir alles. Dann wäre die Botschaft für sie am wichtigsten. Aber seht ihr, sie hat die Arbeit, die sie tut, als das Wichtigste gesehen. Steht noch vor alle. Stell dir mal vor, so wie jetzt, da haben so viele zugehört bei Jesus. Er sitzt da vorne auf einem Thron und Maria zu Füßen
Und dann steht die Martha hin mitten rein und sagt, Herr, kümmert es dich nicht? Was meinst du, was die gedacht haben? Ja, jetzt nimmt sie sich aber einer raus. Jetzt will sie sich profilieren, in die Mitte stellen. Wisst ihr, und genau das muss Jesus. Das muss Jesus tadeln und richtig stellen. Wisst ihr, er tadelt nicht, dass sie etwas tut. Das liebt er. Aber sie hat diese Arbeit als etwas Absolutes, Betrachtenswürdiges hingestellt. Schau mich an, was ich für dich tue. Sie will ihn auch lieben, gell? Sie will auch Liebe von ihm, beachtet werden. Und dann stellt sie sich so in den Mittelpunkt. Das ist nicht gut gewesen. Martha, Martha, du kümmerst dich um vieles. Und dann sagt er ganz klar, und er trifft die Mitte. Versteht ihr, weil Jesus ganz in den Menschen hineinschaut. Und er holt immer das Wichtigste heraus, versteht ihr, ganz tief. Und sagt, nur eines ist notwendig. Ja, notwendig, was ist notwendig? Dass du glaubst und dass du ihm zuhörst und dass du jeden Tag eine stille Zeit hast, wo du in der Heiligen Schrift liest und im Katechismus. Wo du zu Füßen Jesus sitzt und nicht nur rumrennst und geschäftig bist. Und gib Jesus, ich sag's euch, die beste Zeit. Und nicht so, wo du halber einschläfst. Ja, ja, so noch bevor du ins Bett gehst und auf einmal fallen dir die Augen zu, Jesus, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr, gell? Jetzt muss ich nur noch schlafen. Gib ihm die beste Zeit, gib ihm immer das Beste. Morgens früh, denk mal nach, manche beten abends gern, da sind sie fit. Manche sind Frühaufsteher und dann kommen sie in der Früh ganz gut ins Gebet. Gib ihm die beste Zeit, wo du Ruhe hast und wo er zu dir sprechen kann. Wo du zu Füßen Jesus sitzt und mit dem Geschäftigen mal aufhörst. Wisst ihr, du bist geschäftig, wenn du zu Füßen sitzt. Das ist die höchste Aktivität.